Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Total War Arena. Ja, jetzt erstmal die Frage von euch gleich: Was macht der Yannick eigentlich hier? Warum ist der nicht im Urlaub, denkt ihr euch? Ja, mir ist da so ein bisschen was dazwischen gekommen. Bin krank geworden, so wie der Chrissy auch. Also jetzt nicht so krank, sondern woanders so. Das war jetzt irgendwie zweideutig. Naja, also auf jeden Fall, mir war kotzübel und ja, ihr könnt euch vorstellen, was es war. Solche Geschichten eben. Drum haben wir jetzt nicht in den Urlaub fahren können, weil das wäre richtig scheiße geworden. Aber ich bin jetzt hier, wir gehen jetzt demnächst noch nach Griechenland, haben das jetzt alles so ein bisschen anders gebucht und so weiter. Ziemliches Heckmeck, aber ja, ich bin jetzt dann vom, lasst mich überlegen, nächsten Samstag, ja, bis zum 21. oder bis zum 22. bin ich dann weg. Naja, von diesem Samstag bis zum 22. Aber was soll's. Wir starten in Total War Arena. Auch kein Problem, wir werden die anderen Projekte, also Martell und Stainless Steel mit dem Koreanischen Reich, auch noch weiter fortsetzen. Das ist nur so ein Ab und zu mal, das wird vielleicht ein festes Projekt auch dann und täglich erscheinen, je nachdem wie es ankommt, sobald eins von den anderen abgeschlossen ist. Das werde ich mal sehen, das weiß ich momentan noch nicht, kann ich nur nicht sagen. Also, auf der Gamescom war ich bei Total War Arena, habe mit dem James geredet, habe das auch ein bisschen dort gespielt, habe Keys bekommen und so weiter oder einen Key bekommen und fand es eigentlich gar nicht schlecht. Ja, ich weiß, viele können es irgendwie nicht leiden oder was weiß ich, aber ich finde es eigentlich mal was komplett anderes und es kann durchaus auch ein bisschen Spaß machen. So, und dann habe ich mir jetzt überlegt, wie kann ich das mit euch spielen, dass wir sozusagen uns so ein bisschen an einem Kommandanten ein bisschen hochspielen. Ich muss sagen, ich spiele immer den Germanicus und gleichzeitig auch ein bisschen den Leonidas. Ja? Das ist immer so ein bisschen, die zwei spiele ich die ganze Zeit, da wechsle ich immer so ein bisschen durch, weil der Germanicus ist Assault und Heavy und der Leonidas ist Defense Happy, Heavy, Happy ist er vielleicht auch, wenn er gewinnt, aber ja, Heavy und der Militar ist, wäre jetzt Assault Disruptor, also Angriff und eben Brecher. Okay, also so total auf Angriff getrimmt, praktisch. Ja, das Problem ist, wenn ich mit Leonidas weiterspielen sollte, wie ihr vielleicht hier jetzt auch gleich schon seht, man hat ja für die Leute, wo Total War Arena nicht kennen, man hat drei Einheiten zur Auswahl, einen Kommandanten und dann eben drei Einheiten. Dieser Kommandant ist in einer Einheit dabei. Und dann ist es eben so, dass man hier diese Einheiten mit Erfahrungspunkten, also die bekommen in den Gefechten Erfahrungspunkte, jeder Einheitentyp immer gleich viel, also die haben jetzt beide hier 358. Ja, und für diese Erfahrung kann ich mir dann eben Sachen kaufen. Im Fall meiner Missile Infantry beispielsweise könnte man sich jetzt hier diese Peloponnesian Hat kaufen. Das machen wir auch gerade einfach mal. Wir haben genug, genau. Also, wir machen die jetzt einfach mal und dann sehen wir, okay, wir können die mit den mit den Mykenian Archers XP kaufen. Wir können sie auch mit unserer Commander XP, aber ich möchte das jetzt mit unseren Bogenschützen kaufen. So. Und jetzt muss ich noch 300 investieren, damit die die auch aufgesetzt bekommen. Diese lustigen Sonnenhüte hier. Ja? Und so müsste ich hier weiter skillen. Ich müsste jetzt hier unten das dann noch skillen und so weiter und so fort. Aber dafür ist unser General momentan noch zu kacke. Den kann man jetzt auch mal skillen. Der hat hier ein paar Fähigkeiten, die man einsetzen kann im Gefecht. Und wir nehmen jetzt als Beispiel, das möchte ich eigentlich nicht, da kann man Schilder wegwerfen, dann werden sie schneller und so, aber da verlieren wir auch Verteidigung ohne Ende. Wir möchten diese Sache hier um eins verbessern, also diesen Infantry Charge. So. Ja, eigentlich hätten wir natürlich jetzt weniger und so weiter, aber diese Commander XP laufen eh insgesamt in allen Gefechten durch und so weiter. Das heißt, es kann durchaus auch mal sein, dass ich mit meinem anderen Griechen irgendwas freigeschaltet habe schon und wir das dann hier nicht unbedingt alles mehr durchskillen müssen. Aber ich werde es versuchen, so selten wie möglich mit den Griechen zu spielen und eher mich mit den Römern zu beschäftigen. Und dann hier eben im Let's Play mit den Römern zu spielen. So, die haben jetzt, mit den Griechen zu spielen, meine ich. Die haben jetzt nur noch 92, deswegen könnten wir uns jetzt hier unten die nächst bessere Einheit Bogenschützen holen, und zwar die Ionian Archers.
würden dann auch gleich schon, das möchte ich gerade mal gucken, ist immer hier schon Tier 2, ja tatsächlich, würden dann auch schon aufsteigen. Das tut mir jetzt echt leid, ich würde euch das ja echt gerne zeigen hier. Aber wie das am Anfang aussah, aber ich habe das halt eben nicht gewusst. Ich habe gedacht, das müsste man für jeden General einzeln irgendwie machen. Das wusste ich nicht. Wir holen uns hier, würde ich dann sagen, einfach mal die nächsten besseren Einheiten. Und zwar hier unten die Ionien. Ah ne, wir holen uns lieber gleich diese besseren Speerträger, weil wir sind eher so ein bisschen auf Bogen ausgerichtet. Wie heißt's? Das brauchen wir eh nicht. Das sind irgendwelche Ballisten oder so, kann es sein. Ja, genau, diese Craftsman-Teile da, die braucht man eh nicht. Die sind eher so ein bisschen auf Infanterie ausgelegt, auf Hopliten vor allem. Wir haben auch schon diese Myrmidonen freigeschalten, die sind so eine Key-Einheit, die ich hatte. Sind, glaube ich, auch gar nicht mehr so übel, glaube ich. Aber die sind ziemlich gut. Wir werden jetzt einfach hier unten diese zwei Einheiten mal kurz removen und für jeweils 100 so eine Einheit Myrmidonen zwei Stück holen. Diese Mykenian Archers möchte ich eigentlich momentan, möchte ich überhaupt Archers mitnehmen? Das ist die Frage. Ich glaube, ich nehme gar keine Archers mit und nehme dafür nochmal eine Einheit Myrmidonen mit. Oder wollen wir diese Ionian Archers hier nehmen? Kosten halt auch wieder Geld und so viel habe ich davon gerade gar nicht. Klar, die kosten auch Kohle, aber trotzdem und Erfahrungspunkte kosten die auch. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal diese Myrmidonen auch noch mit. Da frage ich mich gerade. Wahrscheinlich, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir sogar diese Einheiten hier auch mitnehmen, um um hier irgendwann mal zu diesen Hopliten weiterzukommen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die hier jetzt auch noch für 100 Erfahrungspunkte. Okay, die können wir sogar so holen. Dann nehmen wir sie gerade mal so. Nehmen davon auch noch eine Einheit mit, damit wir damit auch aufsteigen. Also es tut mir leid, dass wir nicht das jetzt ganz vom Anfang sehen, wie gesagt, aber ja, da führt jetzt leider gerade kein Weg dran vorbei. Ich hoffe, das ist für euch trotzdem okay. Und wir starten hier jetzt gleich mal in ein so ein Gefecht rein. Nebenher rede ich einfach mal noch ein bisschen, während es hier zum Matchmaking geht. Also ihr habt gesehen, wir haben hier unsere Armee jetzt mal aufgebaut, sind ja schon Tier 2 Units, aber kann ich jetzt leider nichts machen. Ich denke, ich werde das jetzt einfach mal so ein bisschen let's playen. Vielleicht zeige ich auch die ein oder andere Schlacht mal mit den Römern oder so, mal zwischendrin. Aber das soll jetzt hier mal unser Hauptding sein. Ich meine, allzu viel habe ich noch nicht gespielt. Ich habe insgesamt irgendwie 2 Stunden und da habe ich auch ein bisschen mit den Römern habe ich auch schon 4-2 Units. Also ihr seht, das ist jetzt nicht so viel Spielzeit, dass ich da jetzt schon gebraucht habe. Aber ich denke, das passt schon. Ich hoffe, ich mache mir da gerade irgendwie voll den Kopf, dass ihr das irgendwie nicht so toll findet, weil ich es nicht von Anfang an mache. Aber ich hoffe, dass es trotzdem passt. Und es werden irgendwann demnächst noch die Barbaren dazukommen als neue dritte Fraktion. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich dann einfach hingehe und da dann ein richtiges Let's Play mache von Anfang an mit einem von den beiden. Wie heißen sie noch gleich von diesen beiden Anführern von den Galliern, Vercingetorix oder Arminius sind es momentan, dass ich mit einem von diesen beiden von Anfang an durchstarte praktisch und ihr da dann alles sehen könnt, sobald die rauskommen, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Je nachdem, wie soll ich sagen, wie jetzt das hier angenommen wird mit den Griechen, beziehungsweise je nachdem, wie überhaupt das Komplette hier angenommen wird. Ich hoffe überhaupt, dass es euch gefällt. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ja, jetzt sind wir hier im Gefecht, in Aufbauphase. Es ist ja 10 gegen 10. Hier sind unsere Verbündeten. Gibt es auch nochmal einen von uns hier? Ne, gibt es irgendwie nicht. Okay. Denselben gibt es gerade nicht mehr, den wir haben. Es gibt ganz viele Cäsars. Das ist interessant. Wir werden uns jetzt irgendwo aufstellen müssen. Bei einem von diesen Punkten. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Punkt 10 und klicken dann da oben auf Play. Und dann sehen wir mal, hier zeichnen sie immer ganz wild rum, das finde ich immer so ein bisschen lächerlich, aber okay.
Ja, was ist das Ziel? Also vielleicht habt ihr ja auch, ich weiß noch nicht, wann das Interview mit dem guten James kommt, so wo er es mir ein bisschen erklärt hat, das Spiel. Wenn, dann habt ihr da vielleicht schon das eine oder andere gehört. Also es ist Ziel praktisch entweder beim Feind dieses Fort zu erobern und das eigene Fort zu halten oder eben die komplette feindliche Armee zu vernichten. Ja, hier oben sehen wir noch, wie viele Einheiten noch beide Teams übrig haben. Unsere drei Armeen, Enmity denn für Einheiten immer, stehen hier vorne. Defender of Greece. So, und jetzt müssen wir uns vorbewegen. Dieser komische gelbe Rahmen ist praktisch das Sichtfenster, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Ja, weil es ist eigentlich sehr, sehr eingeschränkt. Die Map finde ich auch cool. Jetzt habe ich nur wieder den Namen vergessen, Secundum oder so, glaube ich. Also wir haben hier auf der einen Seite Wald, Straßen, Felder, haben da drüben eine Stadt und so weiter. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Wir können auch mal ein bisschen reinzoomen. Leider kann man den Einheiten keine Namen geben, noch extra, so wie wir es bei dem Rise of the bei Weg zum Shogun und Let's Rise, so jetzt habe ich die Namen wieder zusammen gemacht haben. Das geht leider nicht. Übrigens sehr empfehlenswert für alle, die es noch nicht gesehen haben, im Avatar-Modus, so den General-Hochskillen. Kann ich nur empfehlen. Die Playlist findet man bei uns auf dem Kanal. Oder die Videos Let's Rise, das war in Fall of the Samurai, das habe ich gemacht. Weg zum Shogun hat der gute Heiko gemacht. Beim normalen Shogun. Ja, wir haben hier jetzt schon die ersten Gefechte, wie ihr ganz genau sehen könnt, hier drüben. Also sieht heftig aus. Und ich habe gerade eben, ist mir der erste Fehler unterlaufen. Vor lauter Starten, Starten, Starten habe ich vergessen, meinen Einheiten solche Consumables zu geben, also Sachen, die sie halt noch nehmen können, um zum Beispiel den Nahkampfangriff oder zu verstärken. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Das war jetzt natürlich doof. Jetzt haben wir natürlich wieder Nachteil gegenüber den Gegnern. Das wird mir noch oft passieren, das garantiere ich euch, weil das ist mir jetzt auch schon ungefähr von meinen vielleicht nicht mal 10 Gefechten auch schon öfters mal passiert. Nehmt es mir nicht übel. So, jetzt verfolgen wir mal hier ein bisschen die Gegner. Aber wir verfolgen sie jetzt nicht weiter, wir rennen jetzt darunter. Jetzt rennen wir einfach mal ein bisschen. Ich hoffe, dass die uns da nicht so folgen können. Ich will ja unseren Verbündeten hier ein bisschen unterstützen. So, ja, also das ist so, ich finde es eigentlich ganz cool. Wie gesagt, dass wir jetzt da diese Dings nicht haben, ist jetzt natürlich ein bisschen arg doof. Dass wir diese Consumables nicht haben, ist doof, aber kann ich jetzt gerade auch nichts dran ändern, ja. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier vielleicht diese Fernkämpfer hier schnappen können uns. Und dann eben hier noch unseren Verbündeten helfen können. Ja, natürlich dürft ihr mir auch immer gerne eure Tipps und Tricks reinschreiben, weil ich habe noch absolut keinen Plan von diesem Spiel. Eternal life is ours. Wir hätten natürlich diesen Charge-Bonus hier reinhauen können. Ja, diesen Melee-Defend können wir reinmachen. Ups, das war doof. Jetzt haben wir hier diesen Charge rein. Das war cool. Habt ihr gesehen, da haben wir gerade ganz schön viele Gegner umgehauen und auch einige getötet. Auch hier stellen sich unsere Leute nicht allzu schlecht an. Das können wir auch reinmachen, diese Fähigkeit, weil wir müssen uns ja gerade nicht so sonderlich bewegen eigentlich. So, also wir kämpfen hier ganz gut. Oh,
Oh, der Gegner nimmt gerade unser Fort ein. Na super. Ja, da können wir aber jetzt gerade gar nichts dran großartig ändern, meine ich. Außer schnell die Gegner töten. Ja, das sieht so aus, als hätten wir es gleich verloren. Oh, da haben wir eine Einheit verloren da drüben. Okay, hier haben wir jetzt auch nochmal mit einem Charge angegriffen. Vielleicht töten wir ja noch ein bisschen. Okay. Wir haben dieses Gefecht verloren, haben 1327 Moneten bekommen. Ja, wir hätten effektiver sein können. Wir hätten auch noch einiges töten können, ganz sicher. Aber leider wurde das ja nichts. Wir haben noch 49 Commander XP bekommen. Und unsere Einheiten haben 66, 64 und 65 bekommen. Das ist gut. Schon mal ein Anfang. Ja, wobei man bei denen eh nichts skillen kann. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Die sind schon fertig geskillt. Mehr kann man da nicht machen. Die können wir dann schon eher skillen. Möchte ich gerade mal wissen. Also die haben 48, 189, 114, 131, 125, 64. Da sind die ein bisschen besser. Also insgesamt sind diese Myrmidonen auf jeden Fall besser. Ist nur die Frage, was passiert, wenn man die ganzen Gruppen insgesamt hier verbessert, ob dann vielleicht doch die Lightroblitz besser werden als die Myrmidonen. Das wird man dann mal sehen. Wir werden erstmal alle replenischen. So. Und dann werden wir mal noch hingehen und auf jeden Fall für das nächste Gefecht schon mal Adds to Melee Attack einstellen, genau. Oder wo sind sie nicht so gut drin gerade? Muss man gerade mal nochmal schauen. Armor ist okay. Ja, wobei, könnte besser sein. Armor. Melee Attack, Melee Defense. Melee Attack, ja. Das können wir nehmen. Missile Block Chance wäre vielleicht auch nicht schlecht. Gut, haben wir das soweit mal. Das machen wir hier auch. Und dann nehmen wir hier mal noch die Melee Attack drauf. Oder die Melee Defense. Melee Attack, Melee Defense. Melee Attack nehmen wir drauf. Und bei den anderen nehmen wir den... die Rüstung drauf und die Melee Attacks. So. Schauen wir dann mal noch, was kann man bei unserem General hier ändern. Wir könnten hier 160 draufhauen, um hier nochmal einen Tier 3er zu bekommen schon. Ist das dann schon Tier 3? Oder wie ist das? Das interessiert mich jetzt gerade. Anscheinend schon, aber das brauche ich jetzt eigentlich momentan noch nicht. Ich möchte hier lieber erstmal noch ein bisschen skillen und so weiter. Frage ist überhaupt, wie viel wir da skillen müssen. Also das möchte ich jetzt doch mal ausprobieren. Wir gehen jetzt hier mal nochmal auf Damaging Infantry Charge drauf. Oder vielleicht mal hier eins drauf. Wir sind jetzt schon Tier 3. Oder was? Okay, diese Thrakian Paltas könnten wir mit unserem Gold freischalten, der Ingame-Währung. Okay, hier müssen wir jetzt die anderen Sachen freischalten. Okay, das ist wichtig. Nicht, dass wir da irgend so eine Scheiße machen. Okay, hier können wir gerade noch nichts freischalten, aber das passt schon. Ja, gut, ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen, dieser erste Part. Ich habe ja viel jetzt erstmal geredet, die Schlacht ging jetzt nicht allzu lange.
Aber trotzdem hoffe ich, dass es toll war und dass er dieses Projekt nicht schlecht findet. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, die anderen laufen auch weiter. Dieses Projekt wird dann ab und zu mal auch noch erscheinen. Hier mit den Myrmidonen. Wie gesagt, wenn dann irgendwann mal vielleicht hier die Gallier freigeschalten sind. Momentan gehen sie noch nicht. Momentan sind sie nur Placeholder und so weiter. Sobald die dazukommen, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass man, keine Ahnung, Arminius oder Vercingetorix spielen und dann halt eben hier mit den Galliern von Anfang an das durchskillen. Wie ich in diesem Interview, ach, das sage ich noch gar nicht, ja. Kann ja auch mal sein, dass noch mehr Sachen dazukommen. Ich weiß ja nicht, wann das Interview kommt. Ich denke, dieses Video wird hier morgen kommen und das Interview mit James kommt dann anders. Deswegen möchte ich das noch gar nicht so wahnsinnig verraten. Ich hoffe es erstmal, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Lasst einen Kommentar oder ein Like da, damit ich weiß, wie es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao, Leute.